wilde Sau, wir haben hier einen Sturm und am liebsten wäre ich jetzt im Wald, aber meine Frau, Buschfrau, hat mir verboten, die jetzt gerade hinter der Kamera steht, verboten im Wald zu gehen und so sind wir halt da und schauen euch in den Flügen zu. Aber es geht jetzt grad weiter und zwar tun wir gerade zurückschalten, heim ins Bushcraft-Zimmer und dort möchte ich euch meine neue Liebe vorstellen. Also, bleibt dran, Manu Outdoor ist Outdoor. Ich bin frisch verliebt und zwar das Teil hier, Brisa Trapper 115, mein neues Bushcraft-Messer. Endlich hat der Manu Outdoor ein richtig cooles Bushcraft-Messer. Ich habe es selber gekauft und ich habe so Freude daran. Kandischliff, Elmag-Stahl mit irgendwie 60 Rockwell-Härtegräden. Das geht fast schon bis an. Ziehen wir mal das Teil rein. Meine neue Liebe. Und ich freue mich schon so richtig, dass ich im Wald teste, aber heute geht es leider nicht. Und es ist noch ganz jungfräulich. Und jetzt ein paar Bilder, zeige ich euch gerade jetzt. Das Ganze wunderschön im grünen Micarta, sehr schön verarbeitet. Ist jetzt kein Review, aber einfach eine super schöne Lederscheide und es schmeckt, es ist alles handgemacht. Mega cool. Ich habe das Teil selber gekauft und bin mega happy und ich freue mich zum Brauchen. Herzlichen Dank noch an mountainman.ch für die super gute Beratung und Tipp von dem Messer. Danke vielmals und ein anderes Mal mache ich sehr gerne ein Review über das Messer und dann kann ich noch gehen zum Messer erzählen und wer weiß, vielleicht noch etwas dazu. Ja, aber heute geht es um etwas anderes als ums Messen eigentlich. Und zwar geht es um das Radiointerview, das ich gehe mit Danny bei Good Time Radio. Und zwar habe ich für euch die Highlights zusammengeschnitten. Es windet wie Sau, aber ich habe die Highlights zusammengeschnitten von diesem Interview. Also meine Bushcrafter-Highlights und dazu noch ein paar Anekdoten. Also sicher spannend für euch. Danke vielmals, sind ihr dabei. Wenn ihr jetzt schon dabei seid, dann ist es eh cool. Und sonst haben wir es schon verpasst. Abschalten und kennen ja bereits schon. Dankeschön und viel Spaß mit den Highlights von Good Time Radio. Bis gerade. Herzlich willkommen bei Manu Outdoor. Endlich wieder mal live. Endlich wieder mal. Und ich freue mich so. Und das ist mega, mega, mega lässig, dass ihr heute dabei seid. Und zwar gibt es eine Live-Verbindung zu Radio Good Time. Zum Danny. Manu, ich hoffe, das klappt jetzt mit dieser Leitung. Erzähl mal, hörst du uns? Ich höre dich laut und deutlich. 5 and 9, wie wir Funker ja sagen würden. Schönen guten Abend, Danny. 5 and 9. Genau. 5, 9 plus 10 dB. Ja, mit 5, 9 plus 10 dB. Mindestens. Manu. Ja. Ganz interessante Person. Wir haben ja gesagt, wir haben eine neue Radioshow hier bei uns auf Good Time Jawohl. Radio. Und die heisst Lounge, wo wir interessante Leute vorstellen. Und du hast ja einen eigenen YouTube-Kanal, wo du jetzt live darüber sendest. Genau, ja. Und einen Twitch-Kanal. Und es ist eigentlich so ein Bushcrafter-Kanal. Kannst du mal ganz schnell sagen, was es genau ist? Bushcraft, was machst du eigentlich im Wald? Ja, also sehr gerne. Bushcraft, das ist Englisch, wie schwer, nicht ganz schwer zu erkennen. Und Bushcraft heisst so viel wie im Wald, also im Busch, etwas machen, etwas craften. Zum Beispiel im Wald gehen, ein Hütli bauen, ein Feuer machen oder sich aus Holz irgendwie Löffel und Gabeln schnitzen. Oder einfach gute Zeit draussen geniessen. Ich mache das zum Beispiel mit meinem Sohn, AK Rumpelstilzli, das ist so ein bisschen sein Codename. Und ja, für mich bedeutet das draussen sein im Wald und ja, und so ein bisschen etwas anderes machen, wo sag jetzt mal, alle anderen auch machen, wie Tennis spielen oder so. Das ist wirklich etwas, wo sag ich, speziell ist, aber es macht sehr erholsam, wirklich extrem. Und du sagst, es ist speziell. Was ist denn der Reiz davon? Ja, weil es geht so ein bisschen Richtung Survival oder autark können unterwegs sein. Das macht sicher speziell und vor allem aber auch, was ich auch schönste und das Wichtigste finde, ist, dass du einfach mitten in der Natur bist und so die Natur extrem kennenlernst und auch respektieren. Also ich denke, wir sind ja auch ein Teil von der Natur, also sag jetzt mal Schöpfung schlussendlich. Und wenn du mitten drin bist und mal kannst eine Übernachtung machen in der Natur, dann merkst du, wie, dass du auch dazugehörst und das ist ein sehr schönes Gefühl. Das klingt sehr spannend, Manu. Ich hätte auch eine Frage an dich. Was ist so das Tollste, was du bis jetzt erlebt hast? Ich mache das ja noch nicht so lange. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, oder? Wieso ich bin schon so und so viel.
Aber das Tollste sind, ich würde schon sagen, so, sogenannte Overnighter, wo ich draussen im Wald bin und mal im Wald alleine übernachte. Da habe ich noch nicht so viel gemacht, ganz ehrlich. Aber ich denke, das ist schon sehr speziell, weil wenn es dunkel wird und du irgendwelche Geräusche hörst, dann, ja, dann, das macht es einfach ein bisschen speziell, finde ich. Und das, wenn du dann Nacht überstanden hast, ich schlafe meistens nicht so gut dann, aber ich finde es irgendwie gleich mega cool und dann, ja, dann bist du froh und irgendwie hast du wie etwas gemacht, wo cool ist, wo gut tut. Du sagst, du hörst die Geräusche und irgendwie macht es dir auch ein bisschen vielleicht ein unwohles Gefühl, wegen dem schläfst du ja nicht so gut. Genau. Hast du nicht manchmal auch Angst, dass ich meine, es gibt ja auch, ich sage jetzt Wildsäue oder Füchse oder irgendwelche Viecher, die vielleicht uns Menschen jetzt nicht so gut gesonnen sind? Ja, also ich denke, Angst sollte man grundsätzlich nicht haben, egal was man macht, aber Respekt auf jeden Fall. Und von Füchse jetzt überhaupt nicht. Also, was ich gehört habe, ist, dass man eigentlich nur vor etwas muss Angst haben im Wald, und das sind nämlich Zecken. Also Zecken ist sicher das gefährlichste Tier, das wir bei uns in der Schweiz haben. Und alles andere hat eigentlich Angst vor uns und rennt davon. Aber Zecken, die sind recht heavy. Also ich habe auch schon erst letztes Jahr auch Borreliose eingefangen. Und ja, das ist relativ gut verlaufen, aber nicht so glatt. Aber denke, Wildsau auf jeden Fall auch. Also dort haben alle Respekt, weil du weißt einfach nie, wenn ja, das ist einfach so ein bisschen die Ungewisse, die man hat. Aber man kann es so ein bisschen abschätzen, wo. Also ich meine, irgendwie auf 3000 Meter hat es keine Wildsau mehr. Oder dort, wo es eh kein Futter hat, dort sind sie auch nicht. Genau, ja. Du Manu, hast du denn schon gesehen, die Wildsäule? Hast du sie schon gesehen? Ich habe sie noch nie live gesehen, ne? Und ich bin auch froh, habe ich sie noch nie gesehen, aber ich habe schon Spuren gesehen und das ist ja okay, dass es bei den Spuren geblieben ist. Ja, das sag nicht. Also ich müsste jetzt auch nicht unbedingt einer Wildsau über den Weg laufen, vielleicht höchstens mein Co-Moderator. Ich habe ja gesagt, Säule. Okay, alles klar. Der Manu, auch hier auf Good Time Radio, und er ist zurück und wir sind zurück. Also, kann man eine Flasche mit einem Hering aufmachen? Man kann, und zwar so. Moment. So. Man kann es aufmachen. Und es ist ja richtig gut. Manu, Outdoor. Und ich weiß nicht, ob er im Moment auf Empfang ist, weil ich habe gesehen, vorher auf seinem eigenen Kanal, auf Twitch und YouTube, ist er auch am Senden, parallel dazu. Das ist also grausam, multifunktional am heutigen oben. Und was ist das gesehen vorher? Ich habe sogar geschaut und Manu, irgendetwas mit Bierflaschen und irgendwie mit den Zehen aufmachen, habe ich gesehen. Ein Prosit, ein Prosit. Ja, es bin zum Glück nicht ich gewesen, sondern es war ein kurzer Einspieler gewesen. Und das Schöne ist, das kann man ja, wenn man auch Videos streamt, dann kann man so ein bisschen Einspieler bringen, wo man ein bisschen etwas sieht. Der Matthias ist am Telefon, Hörer von Good Time Radio, und er ist auch so ein bisschen, im Bushcraft-mässig unterwegs, ist sehr viel im Wald, gerne im Wald, macht Feuer und hat auch Fragen. Um was geht's, Matthias? Oh. Ja, guten Tag. Wie gesagt, ich gehe auch gerne in den Wald, mache auch gerne Feuer. Und es gibt ja verschiedenste Tools, die man kann verwenden kann, Messerli, Sagen, was auch immer. Und jetzt wollte ich wissen, was ist das Tool, das du jedes Mal brauchst, wenn du es mitnimmst, wo du in die Kategorie nützlich oder vielleicht sogar unverzichtbar würdest stecken? Ja, also immer dabei habe ich Messer, Sage, Feuerstein, Messer und nein, ich habe meistens mega viel dabei. Aber ich denke, zum Feuermachen ist wirklich so eine Art wie ein Feuerstein oder irgendwie ein Feuerzeug oder so. Ist fast wichtig. Also das habe ich immer dabei. Und ich habe es auch, also ich mache das wirklich mit Feuerstein, also ich so Schaben an einem Feuerstarter. Und dann versuche ich das so ein bisschen, so ein bisschen speziell, Bushcraft-mässig ein Feuer zu machen. Und es geht auch eigentlich recht gut. Und wenn ich den nicht dabei habe, dann kann ich kein Feuer machen. Und das ist mir schon zweimal passiert. Und ich habe mich dann tödlich aufgeregt und seitdem habe ich überall irgendwann so einen Feuerstein dabei. Immer. Also der Feuerstein braucht es auf jeden Fall. Genau. Matthias, noch weitere Frage an Manu Outdoor? Ja, aber auch noch einen kleinen Tipp, so von wegen Feuerstein.
oder für Stahl oder was man denn da verwendet. Mir ist schon aufgefallen, dass es je nach Fläche nicht unbedingt gut Zundernest hat oder einfach einen guten Funkenfanger oder wie man das noch nennen. Und fast jeder von uns hat ja einen Tumbler daheim. Und dann hat es immer die Fusseln, die man entfernen muss. Die kann man super mitnehmen. Die sind perfekt, die glühen perfekt. Da kann man wunderbar mit ganz wenig Funken ein super Feuer starten. Kleiner Tipp von mir. Und die weitere Frage, die ich noch hatte, ist, was ist denn der absolute Fehlkauf für dich? Und du denkst, das ist ein geiles Gerät, das nehme ich mit, da habe ich heute im Wald mit. Und dann ist gemerkt, leck, das geht total in die Hose, das ist ein Scheissdreck, wo du sagen, das lieber nicht kaufen, lieber Zündsteiner mit Posten. Ja, was sagst du, Manu, ein absoluter Fehlkauf? Ja, ich habe mal, erst vor kurzem habe ich über Ricardo habe ich eine Axt gekauft. Habe gefunden, die sehen noch cool irgendwie aus. So eine antike Axt mit einem neuen Stil. Und wo dann die gekommen ist, habe ich mich schon darauf gefreut und so gemerkt, ups, der Stil ist irgendwie nur halb so lang, wie er eigentlich sollte sein. Es sollte eigentlich eine Spaltaxt sein, also der Axtkopf. Und dort habe ich wirklich müssen sagen, das war ein Fehlkauf gewesen, weil die kannst du jetzt wirklich nicht brauchen. Das ist einfach wie, die Dimensionen sind so etwas von falsch. Das ist wie wenn du an ein Dreirad würdest einen Autoreifen dran machen. Das ist zwar lustig, aber du fährst einfach nicht damit umeinander. Ja. Und noch das andere zu den Fusseln ist übrigens auch mein Geheimtipp. Ich glaube, Matthias, bist du ein heimlicher Zuschauer von meinen Videos. Ich mache das im Fall einmal mit den Fusseln, das ist genial. Sag ich mir der Frau nicht wegrühren. Wir haben so einen Fusselbehälter, wo man das reintun. Das ist super, der Tipp. Ja. Nein, leider noch kein Hörer gesehen. Ich habe dich noch nie gekannt, aber jetzt durch Good Time Radio bin ich auf dich geschlossen und wir müssen sicher auch mal das ein oder andere Video anschauen. Gerne. Und ja. Wunderbar. Schau mal rein. Top Sache. Danke, Matthias, für die wirklich coolen Fragen und auch den Tipp mit diesen Fuseln. Es liegt ja nicht mehr durch aus der Hand, dass wenn so, das ist ja so ein bisschen Watte, Fusselzeug. Was gibt es denn sonst noch für so für Anzündmittel, wo du sagst, das ist etwas, wo ich wirklich kann sagen, das bringt es tatsächlich, Manu? Ja, wenn du schon mal etwas sagst, kann man eigentlich auch etwas sagen oder OB. Also ein OB ist auch noch so ein bisschen Geheimtipp, weil der ist versiegelt, verschweißt und das ist eigentlich nichts anderes als Watte. Und wenn der ein bisschen zersaus ist, dann kannst du mit dem auch wirklich gut Feuer machen. Oder auch Wattepads, ist das auch mein Geheimtipp, ja. Oh, und zum Feuer machen, zum Anfang ein Feuer machen, das ist perfekt, weil du brauchst so ein bisschen etwas, was ein bisschen flauschig ist, mit der grossen Oberfläche. Wenn du dann eben so mit Funken schlägst und so, dann ist das ein Vorteil. Aber wenn es mal ein bisschen brennen soll, brauche ich sogenannte Kienspan. Das kennen vielleicht noch die älteren Zuhörer. Ja, aber das gibt es ja fast gar nicht bei uns in der Welt. Kienspan. Doch. Ja. Ich habe gestern noch Kienspan holen. Und zwar gibt es wirklich viel. Und vor allem gerade momentan, weil wegen dem Schnee oder Schneeschlag oder wie man das nennt, sind ja sehr viele dann auch Fichten umgekehrt. Und die mussten es absagen. Und gerade bei Nadel, also nur bei Nadelholz, wo harzhaltig sind, jedes Nadelholz ist übrigens harzhalzig. Und dort in der Wurzel oder im Stamm findet man den sogenannten Kienspan, der vollgesogen ist mit ätherischem Öl und Harz. Und das brennt wie Benzin. Das ist wahrscheinlich chemisch auch etwa die ähnliche Zusammensetzung. Das brennt wie die Sau. Manu, los, etwas interessiert mich ganz besonders. Gibt es auch Sachen, wo du sagst, das ist durchaus lecker oder das kann man essen oder Tee draus machen oder was auch immer oder kochen? Ja, doch. Also du meinst jetzt direkt aus dem Wald vielleicht? Ganz genau. Ja, was ich mal gehört habe, ich habe es aber noch nie ausprobiert, sind geröstete Maden oder Würmer sind anscheinend noch sehr fein und nahrhaft. Ich habe es jetzt aber selber noch nie ausprobiert. Aber was ich gemacht habe, ist ein sogenannter Fichtennadeltee oder ein Tannennadeltee. Das kann man gut machen, indem man einfach ein Tannennadel ins heisse Wasser dünkelt und das dort kochen. Oder wird es richtig süß und aromatisch mit Waldaroma. Also das ist wirklich noch fein, das kann ich allen empfehlen. Und das Gute ist, es ist auch gesund. Also der Fichten- oder Tannennadeltee, die haben auch sehr viel Vitamin C. Das reimt sich jetzt, das ist perfekt.
Und, du bist ein Künstler, Manu, ich merke das, du bist ein Poet. Dankeschön vielmals. Und die Natur ist ja auch so ein bisschen Poesie, oder, kann man sagen. Und die Nadeln haben eben auch, die sind sehr süß, die haben auch Zucker drin. Was mich auch gerade auf die nächste Frage bringt, wenn du schon redest von Stechen, wie ist das eigentlich mit Mücken? Wie schützt du dich da vor Mücken? Ist ja im Moment nicht das Thema, aber ich denke, in ein paar Wochen, wenn es dann wieder wärmer wird und feucht ist und so, dann ist da der Hals voll von Mücken im Wald. Absolut, ja. Ich habe sogar mal ein Mücken-Special gemacht, auf einem YouTube-Film von mir. Und so habe gewisse Sachen ausprobiert und für dich und für den Max, sehr spannend. Ich habe ein Funkarmband ausprobiert, das soll mit einem Funkimpuls Mücken davon abhalten, einen stechen. Das ist schon noch speziell. Das habe ich dann ausprobiert, ich habe sogar gesponsert bekommen. Aber ich habe das so schlecht gefunden, ich habe das irgendwie nachher weggeredet. Das hat es überhaupt nicht geholfen. Bei mir zumindest und ziemlich sicher auch bei allen anderen auch. Das hat nichts genützt. Man kann sich einsprayen mit sogenannten Repellents, also Muckenspray, und es gibt dort zwei Versionen. Es gibt die chemische Kühle, also das Antimuck oder so, einfach das mit auf Chemie. Antibrum. Ja, genau, und das ist ein Wirkstoff, der heisst DET, irgendwie so. DET. Und dann gibt es einfach noch die auf Zitronen-Limette-Basis oder vielleicht noch ein bisschen mit ätherischen Ölen. Und alles, was natürlich ist, nützt leider nur kurz und auch nicht wirklich fest. Und das andere, das Nervengift, das DET, das Antibrum ist eigentlich das einzige, auch das bei den Tests wirklich gut abgeschnitten hat. Wer das will, kann das machen. Fast besser ist es Feuer machen mit viel Rauch. Das vertreibt auch Mücken, das ist wirklich super. Also man merkt es dann irgendwie nach 10 Minuten für, dann sind die Mücken auch weg, die finden das nicht so cool. Oder noch besser ist einfach irgendwie so ein Muckennetzli, wenn man eine Hängematte hat, zum Beispiel mit einem Muckennetzli, dann ist die Sache auf, oder das Zelt, dann ist es auch wieder angenehm. Und jetzt muss ich auch bei Manu reinhören. Ich habe gerade vorher bei ihm noch reingehört und er ist da heftig am Diskutieren, auch mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem YouTube-Kanal und auf seinem Twitch-Kanal. Noch einmal ganz schnell, wenn ihr den Manu live erleben wollt, auch im Bild, dann macht es am besten so, indem ihr einfach auf den YouTube-Kanal geht von ihm und ihr findet ihn am einfachsten, wenn ihr schnell googelt, Manu Outdoor, und dann kommt er ganz oberst und dann geht auf die Seite. Und unten drunter hat es einen Link auf seinen YouTube-Kanal. So ist das. Good Time Radio am 11 Minuten vor der 8 heute oben.